aber nicht. Und ob ich eine Freigabe habe? Ich bin der Navigator. Fehler! Einheit Baelix als blöder Idiot, der es nicht bringt, klassifiziert. Ja, den Ausdruck kenne ich. Das hat Genevieve gemacht. Ich glaube, ich kann es umgehen. Kammerjäger, schlag dem Narren den Kopf ab. Ach ja, diesen komischen Heidi. Wo ist er? Ey. Brauchst dich nicht zu... Achso, ich muss schlagen, okay. Fehler! Sehr gut. Und jetzt installiere mich auf dem Bot. Halt doch mal still! Ich bin drin. Haha, ich lebe! Ups! Böser Raketenwerfer, das Ding hier, ey. Schon was. Oh, Mann. Oh, ist das toll, sich zu bewegen. Ich habe Arme. Für was ist das hier? Navigiert, ihr Luschen. Hier lang, Kammerjäger. Wir müssen zum Sicherheitsbereich, um das Schlüsselfragment zu finden. Baelix. Was ist das für ein Name? Oh, ja, ja, ja. Das steht für binäre, automatisierte Logistik. Hey. Der alte Jacobs konnte sich nicht zwischen Barry und Alex entscheiden. Also Baelix. Nicht die coolste Erklärung, ich weiß. Ich verstehe dich, Mann. Ich bin Mosera Hayusinian Yanlun Al-Amir Andrievna. Nenn mich Mos. Oh Mann, na, wir haben alle mehr Glück als Genevieve. Das ergibt nicht mal numerisch Sinn. So ein Mist! Töte ihn! Töte ihn! Oh, ganz vieles Tier, ganz viel T-Rex. Schwach, Schlappschwanz. Was denn hier? Wir sind ja auf dem Mini. Scheiße, ja! Multikill! Das ist gleich Sinn. Hey, willst du das? Ah? Ich bin irgendwo reingefallen. Ja, hinter dir ist eine Kiste, da kommst du wieder raus. Wo? Hier. Oh, hier unten ist eine große Waffenkiste. Bist du wieder da runtergefallen? Nee, diesmal bin ich aktiv da runtergesprungen. Da ist eine Waffenkiste drin. Ne? Komm mal hinterher. Ach, hier hinten in der Ecke. Ein Snipper. Oh ja. Kamera mitnehmen. Und probieren. So, erstmal ein bisschen Muni sammeln. Muni. Hier oben lag irgendwo was lila an, das hab ich gesehen, ist irgendwas lila an, das gedroppt, ja, hier. Kryo-Jets, ach, das ist so eine Waffe, die können wir auch mal testen. Uiuiui. Ach, das ist mit Auftrag und haftend auch, okay. Haftende Kryo-Granaten. Gleich hinter. Ach Mist, ich navigiere schon wieder. Weißt du was? Du findest ihn selbst. Ja, als Navigator, dann navigiert man halt viel. Ja. Verständlicherweise. Alles öffnen, was geht. Na, hier oben gibt's Läden. Also hier Verkaufsautomaten. Da ist die Tür zum Sicherheitsbereich und Genevieve hat sie verbarrikadiert. Hier komme ich mit meiner Sanität. Nee, die sind eine Etage höher. Toll. Ja. Oh, Security! Da steht ein niedlicher kleiner Verbrecher-Idiot vor der Tür. Ja, das kommt irgendwas.
langsam. Ich bin nicht niedlich. Oh Mist, da kommen sie. Was so ein Bot? Mach das nicht zusammen, genau. So muss das sein, Kammerjäger. Du bist ein echtes Naturtalent. Also, durch die Tür kommen wir nicht. Aber ich kenne einen Schleichweg. Gehen wir durch den Frachteingang. Na, dann gehen wir da hinten lang. Okay, ich übernehme die Tür. Jetzt kommen sie ja gleich nochmal eine ganze Ladung von den Heinis. Ja. Oder? Hier durch. Nee. Der nächste, bitte. Irgendwo schießt noch. Ach ja. Vielleicht haben wir 100.000 zusammen. Geld. Also ich zumindest auf Kante. Ich habe 140.000 schon. 142.000 oder so. Ja gut, ich habe ein bisschen mehr ausgegeben, machen wir mal. Hier muss er aufmachen. Ich guck mal, ob man hier irgendwie dahinter kommt, ob es noch was gibt. So eine normale Kiste. Hier ist nichts. Ah, Mist, mehr Bots. Kommt raus. Das natürlich jetzt ein Sturmgewehr, schön, Schild. Ja. Ich weiß nur, dass hier noch Badass-Bots kommen. Naja, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Badass-Bots kommen. Ja. Ja. Ich wette, wir haben mit der KI dann auch noch ein Badass. Oder ja, ein Bot. Denke ich auch mal, irgend sowas. Ziemlich sicher. Das Schlüsselfragment sollte in dieser Sicherheitszelle sein. Pass auf meinen Arsch auf, während ich die Türsteuerung navigiere. Ich hatte viel freie Zeit seit unserer Bruchlandung bei Lex. Wusstest du, dass die Jabba hier eine alte Strafe haben? Die sind echt romantisch. Ja, ich war nie gut in sowas. Reib's mir nicht unter die Nase. Willst du was davon hören? Es ist wirklich schön. Okay. Sie ruft alle paarungswütigen Männer zu uns. Ich hasse die Dinger. Bring ein paar Geschütze online. Immer diese Affen. Was? Ja. Ja, hier bräuchte jetzt eine MP eigentlich, so 50 Schuss und halt wirklich ein richtiges schweres Maschinengewehr. Ja, und einfach durchratterst. Weil rot sind sie genau. Ja. Oh, Badass. Das ist also auch ein ganz dick. Jawohl, dann müssen wir. Gehen wir auf das. Mit dem Schießen. Oh, fuck, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Boah. Da gehen wir auf uns gut.
Nein, ich will was hier. Also. Okay, mach nicht, hier ist was. Ah, nicht da, lad mal nach. Gut. Oh, hier liegen zwei goldene Waffen dann. Und der Rest ist fast hier vorbei. Ist. Ich sehe noch. Da oben kommt noch ein roter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe nichts. Au. Oh Gott, aua. Schoppen. Was ist denn hier los? Ach, ich mag diese explosiven Schrotflinten. Ja. Echt unangenehm. So, jetzt will ich mal gucken, was hier jetzt hier liegt an golden Gedöns. Undermine Glitch verstrahlt Feinde, verursacht bei nahen Feinden Schaden. Testen wir mal aus. Und was ist das andere Ding? Testen. Sniper auf jeden Fall. Ah, Sniper und Kyro-Shotgun in einem. Okay. Na, dann gehen wir weiter. Tada! Das Ding ist ja geil. Oh, ich hasse dich. Oh, auf den Kopf. Ich brauche etwas Hilfe, nicht auf den Chip. Ramon. Das? Achso, ja, das ist so ein Schlüssel, bis die Deckraketen werden. Oh, da bringt 5000, den kann man schon verkaufen. Ich habe das Schlüsselfragment schon vor Jahren verlegt, ihr kleinen Dummerchen. Wenn ihr es wirklich wollt, müsst ihr zur Burg kommen und mit mir kämpfen. Das war doch verständlich. Warte mal, ich pack schon mal meinen Raketenwerfer ein. Aber Jäger, es tut mir leid, dass du Zeuge der Folge dieser desaströsen Trennung wirst. Ich hatte wirklich geglaubt, Baylex und ich wären füreinander geschaffen. Das Ding. Er hat mich an Orte geführt und ich habe dort getötet. Und das hätte niemals funktioniert, Genevieve. Wir sind von zwei verschiedenen Herstellern und außerdem hast du die Jacobs-Familie verraten, aber das ist sekundär. Okay, also ich habe eine Idee, wie wir Genevieve besiegen können. Sie hat sich in einem Mullywon-Mac installiert, aber es gibt noch einen im Shuttle-Hangar. Wenn ich den steuere, kann Genevieve uns nicht aufhalten. Los, ab durch den Maschinenraum. Oh, die kleinen Dinger nerven. Vor allem fressen die immer einen Haufen Munition, weil nur jeder dritte Schuss gefühlt wird. Explosivschrotflinte. Ja, gut. Die Antwort auf alle Probleme. Ja. Also das nächste Mal, wenn ihr Klopapier willst, geh einfach in den Laden mit einer Explosivschrotflinte. Ah, hier kann ich noch mal ein bisschen was im Inventar Platz machen. Ja, will ich auch mal machen. Ja. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. Man kann nie genug Gesundheitsschilder haben. Greif heute noch zu. Jetzt kauf schon was. Kein Geld mehr für Respawns ausgeben? Ich hab die Lösung. Ich hatte einen Haufen Zeug zu verkaufen. Hab drauf geachtet, dass ich nicht unbedingt das verkaufe, was ich nicht verkaufen wollte. Wobei, hier findest du eh ständig wieder neues Gelumpi.
Als nächstes wäre dann mal ganz cool, auch mal wieder in eine Sanctuary zu gehen, damit ich mir dann mal wieder ein paar Upgrades kaufen kann für mehr Munition also, und sowas. Also, was jetzt, Baylex? Wobei, Munition geht eigentlich. Wir müssen sie öffnen und mich in das Prachtstück da reinbringen. Obendrauf ist die manuelle Steuerung. Man muss nur drankommen. Gehst du oben an die Steuerung, da räume ich unten auf. Steuerung, ja, kann ich machen. Oder gut, hier aufzuräumen gibt's ja nicht mehr. Ja. Wir haben irgendwie schon aufgeräumt. Bei einem Lager-Rave. Ja, schon klar. Ich sehe ein bisschen seltsam aus. Aber sieh dir diese Waffensysteme an. Cool, ein paar Red. Endlich kann ich mich austoben. Navigiert hier, Luschen. Na komm. Ja. Kaboom. Immer Proof und wieder Legendaries bevor. Irgendwo müssen noch Gegner. Hier oder so. Ach, da oben. Mann, das war toll. Also, wie schalte ich diese Spieltüten ein? Okay, was? Die kann ich mal testen. Nein. Ah, Scheiße! Was hat denn der jetzt gemacht? Alles okay? Aber wie viele Waffen hat's denn hier schon wieder getroppt? Wieso gehst du nicht schon rüber zur Brücke? Die Tür müsste offen sein. Ich versuche derweil aufzuhören, wild durch die Luft zu wirbeln. 400er Sniper, auch noch 4 Schuss. Was zu tun. Teamwork. Nehm ich mal mit. Nee, da finde ich Schrotflinte von gerade eben besser. Das Ding mal für Sniper einpacken. Das war das Teil. Oh Gott. Ah nee, das war es nicht. Nee. Böse. Nee. Wo ist denn jetzt die Drehschrotflinte, die ich gerade hatte? Cool. Oder war das ein alternativer Feuermodus von einer Waffe? Nee, das ist die falsche. Voll die Apokalypse-Pistole hier. Ah nee, doch, das ist die richtige. Das ist voll die Apokalypse-Pistole hier. Ich hab eine Pistole. Ach, ich hab die Treppe gesprungen. Finde das Schlüsselfragment. So, jetzt müsste ja eigentlich jetzt hier der Bosskampf theoretisch kommen. Sesam, öffne dich. Hier lang gehe ich mal von aus. Oh, warte. Hast du was entdeckt? Verfluchtes Handbuch! Warum können die sowas nicht einfach kursiv drucken? Es ist barbarisch, was sie den Schriftarten heutzutage antun. Da werden
werden abgeschnitten wie Köpfe von Verbrechern. Du scheinst Schwierigkeiten mit meiner Installation zu haben. Brauchst du Hilfe? Zum Teufel, was soll der Scheiß? Da müssen wir erstmal dahinter kommen, oder das heißt Ding? Auch noch? Es gibt genug kalte, lieblose Menschen in meinem Leben. Vielen Dank. Das lässt sich ändern. Ich verfüge über mehr als 200 verschiedene Persönlichkeitsprofile. Ist das besser, Schätzchen? Also ich... Aber ja... Wir müssen uns aufteilen, ja, von jeder Seite einer. Oh, fuck! Sag nur Maggie nichts davon, okay, Schätzchen? Du kannst mich nicht zufällig... Also... Komm schnell! Ich halte das halt nicht lange aus. Fällt mir doch gerade getötet. Dich getötet? Ja, das Ding wirft die Schüsse zurück und macht dir Schaden. Okay. Okay. Das war nicht geplant. Ich dachte, das hast du verstanden. Ja, schon, aber dass das jetzt nicht so schnell umhaut, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich hab von deinem Granatpistole habe ich ins Gesicht gekriegt. Okay, das juckt unter Umständen ein bisschen. Nochmal, nur dieses Mal ohne zu sterben.